Papa! Sean Connery! Überraschung! Surprise! Der da im Hintergrund ist ein bisschen Tom Cruise-like. Genau, Sean Connery. So, oh, die Szene gab es aber auch fast genauso im anderen, oder? Kommt mir. Oh, Feuer. Nein, ich laufe auch noch rein. So, hier können wir die nächste Abstimmung starten. Schaffen wir es hier, wahrer Abenteurer zu werden? Oh, du kannst mal umpeitschen. Oh, come on. Ich bin jetzt da oben. Ja, da kommt man. Hä, wie kommt man denn da rüber? Da kommst nur du rüber. Da kommst nur du rüber mit Peitschen. Ja. Ah, ja, der WoW-Song von Dame ist auch cool, das stimmt, ja. Hey! Das war so cool, wo ich dann tatsächlich mal WoW gespielt hatte. Also, ich habe ja damals früher nicht WoW gespielt, aber dann letztes Jahr haben wir es mal gespielt, Len, oder? Letztes Jahr. Genau, da haben wir mal WoW gespielt und ich kannte aus dem Dame-Song, habe ich die ganzen Gebiete, also habe ich dann plötzlich wiedererkannt aus dem Dame-Song. Das war irgendwie witzig. Ja, okay. Da habe ich Wasserflaschen. So, die Kanalpunktabstimmung läuft. Jetzt können wir Kanalpunkte sammeln. Werden wir es schaffen, hier wahrer Abenteurer zu werden? Oh! Löschlen am Start. Sehr gut. Feuerwehrmann Len. Irgendwie kommt das Feuer gleich wieder zurück, wenn du es ausmachst. Okay, es kommt doch nicht zurück. doch nicht immer. Das mit dem immer nehme ich vielleicht mal zurück. Ah, Hälfte geschafft. Feuerwehrmann Len hier voll im Einsatz. So. Und jetzt auch noch das letzte Ding. Jetzt noch das letzte. Na, mach nur die eine Seite. Ich glaube, eine Seite reicht, oder? Oder mach. Ja, mach alle. Ja, ich mach alle. Ich schau bin mir hier der Feuerwehrmann, okay? Len ist Feuer und Flamme oder so ähnlich. Feuerwehrmann Len mit der Nummer 16, genau. Komm auf der Seite rüber. Aber ja. Das letzte muss auch noch ausgemacht werden. Ja, mach ich doch. Ja, ich glaube, du wolltest vorbeilaufen. Ich glaube, du wolltest. Was? War ich zu nah an den Flammen? Ja, du warst. Du hast mit dem Feuer gespielt, Len. Du hast mit dem Feuer gespielt. So, ich lass dir auch was üben. Ja, das funktioniert manchmal nicht. Manchmal geht's nicht aus. Oh. So. Oh, nice. Ich weiß nicht, was du kannst. Du hast genauso eine verworfen hier. Nicht nur eine. Also kann ich genauso wenig wie du. Ich finde vor allem gut, dass der Ritter noch dazu tanzt. Ich finde die Dame-Lieder sind tatsächlich eigentlich alle ziemlich cool. Also auch die guten alten Zeiten. Finde ich auch ganz gut. Ah, hier haben wir noch was. Was muss man denn machen? Ah, hier oben muss man irgendwie die draufwerfen. Sagt das Spiel mir. Okay. Müssen wir die alle da oben auf irgendwo drauf werfen? Müssen wir nochmal was drauf werfen? Wir können es auch auf die Lego Lisa werfen da drüben. Ich sehe was. Oh, wir können damit sogar fechten. Oh, mächtig. Seil sollen wir anlegen. Okay. Tja, Lenz. Das hat nicht geklappt. Deins geht vielleicht. Nee, das Feuer müssen wir erst ausmachen. Ah, wir können außen rum. Ah, warte. Ja, ich hole mir jetzt das Schwert nochmal. Hol mir das Schwert. Ich habe jetzt mir nicht das Schwert, sondern die dunkle Bade geholt, aber... Wie häufig habe ich diese Frage heute, gestern, übergestern schon gehört? Welche Frage? Geht Squadstream eigentlich auch nur mit Partnerstatus? Ja. Die Antwort lautet ja. Wobei bei dem Spiel würde das irgendwie wenig Sinn machen. Ja. Ergeben. Aber... Nein! Doch! Ah! Oh Gott. Das Ohr hätte ich anders sagen sollen. Oh. Dezent. Oh. Ich habe eine Trompete, Len. Ist das schön? Ja, finde ich auch. Wie kommt hier echt das Minikit-Geräusch beim Aufbauen immer? Das ist eher so irritierend. So. Oh, hier können wir auch noch hoch. Oh, und auch einen blauen dazu. Nice. Ich kann hier die Bücher alle kaputt machen. Du kannst die Bücher kaputt machen, das ist nicht so verkehrt. Und wieder reintun. Auch nicht so verkehrt. Dann denkst du jedes Mal, dass jemand bei dir gesubbt hat. Oh, so viele Subs, was ist da los gerade? Oh mein Gott, der Hype-Train ist real. Mein Gott, was passiert hier? Es ist mittlerweile echt irritierend, weil ich auf das Geräusch jetzt echt immer reagiere. So, was? Auf einem anderen Bildschirm schauen die. Indie.
Guck mal die Bücher an. Nee, das ist meine Trompete, da wird nichts gemacht. Guck mal die Bücher an. Macht. Was? Bei mir, guck mal die Bücher an. Oh, Indie, boah, mindblown, das wäre mir nicht aufgefallen. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ich hab's ja so wieder arrangiert. Die Drabulisa hängt da oben, ja, genau. Ja. Also auf Len seiner Seite, da drüben bei Indie. Ja. Man ich kann ja auch alles auf... Was? Was müssen wir jetzt überhaupt tun? Wir müssen uns hier draufstellen, Len. Du musst mich rüberholen. Dann komm doch rüber. Wieso bist du nicht auf meiner Seite? Dadurch wärst du auf meiner Seite, Len. Rüber kann. Blöd. Warte mal, dann helfe ich dir mal rüber. Ich lösche erstmal. Lösch mal. Zaysor, herzlich willkommen. So, ich lösche hier. Warte. Ich warte. Ich mach hier das den, ist alles, was ich machen kann. Ich mach den Harald hier. Ich könnte noch auf mein Handy. Ich guck jetzt auf mein Handy. Okay. Warte, ich hab's gleich geschafft. Sind Lenina und Drabo ein Paar? 80% sagen ja. Lenina. Love it in the air, sagen 80%. Lenina. Ich hab das nicht gesagt, das hat der Chat gesagt. Wer auch immer diese Ding. Drabo für ihn, herzlich willkommen. Angestoßen hat. Luise unterstrich Nacht war's. Wenn's ein Mod von mir war, der bei dir das angestoßen hat, dann wird er bei mir entmoddet. Oh. Lenina. Lenina. Wieso kann ich nicht schieben, Len? Ah, jetzt kann ich schieben. Das weiß ich auch nicht, warum du nichts kannst. Jetzt können wir den hier draufbauen. Ah, jetzt bräuchte ich aber immer noch hier auf meiner Seite. Ja. Oh yeah. Yeah. Ja, dann hol mich rüber. Können wir den Stuhl einfach da drauf stellen? Nee. Willst du da mal dran drehen? Ich kann da nicht dran drehen. Doch. Ach doch, ja, kann ich sogar, aber das sieht man nicht. Aber ich nehme Schaden, wenn ich da... Ah nee, doch nicht. Ja, komm jetzt. Wieso ist das überhaupt wieder zugegangen? Wieso warst du wieder auf der anderen Seite? Weil ich dran hängen muss, damit es offen bleibt. Aber ich kann nicht dran hängen und gleichzeitig durchgehen. Ach Len, lass dich doch nicht immer so hängen. Die Ameisengeräusche entstanden übrigens wie folgt. Eine Mischung aus dem Geräusch, wenn Maisfutter ausgeschüttet wird, zusammen mit Eierschalen, die in der Hand zerdrückt wurden, und leisen Stimmen, die rückwärts abgespielt werden. So, okay. Und schon das Ameisengeräusch in Lego Indiana Jones 4. Ich hoffe, Dankeschön, Gamestecker. Ach, der 22 rauskommt? Ja, okay. Was mit dem? Ich freue mich schon auf die Ameisengeräusche. Ja, für den sind die doch gemacht worden, oder? Ich glaube eher für den... Achso, du meinst für den vierten Film. Für den vierten, ja. Der kommt doch raus. Ja. Der nie existiert. Ich weiß nicht, ob wir alle gegen die vierten haben. da können wir nochmal rein, das wollen wir nicht. Ah, wo... Wofür brauchen wir das Ding überhaupt? Ey, geht mal weg hier, ey. Geh mal gar nicht. Ich nicht so brauche. Ja? Jetzt schießt er auch noch. Jetzt schießen sie. Sie schießen jetzt. Nee, da brauchen wir was zum Explodieren, sonst kommen wir da nicht weiter. Sonst ist da erstmal nichts zu holen, gell? So, die können wir hier noch wegboxen. Dann müssen wir erstmal wieder nach links, gell? Dann müssen wir nach links gehen, da bleibt nichts anderes übrig. Ah, guck mal, da kann man ganz viele Blumen aufploppen lassen. Du bist kein Mod bei Len, okay. Oh, mehr Blumen. Lass uns Blumen aufploppen lassen. Da und da. Okay. Blumen. Nice. Ich bring jetzt nicht wieder den Blumenwitz. Hui. Wir sind die Blumengruppe. Ja. Genau den bringe ich jetzt nicht. Wie man sehen. Dum-dum-dum-dum. Ich glaube nicht. Ich glaube, du hast dich dauerhaft bei Len disqualifiziert als Mod. Durch den Lenina-Kommentar. Wer war's denn? Sag mal. Luise war's. Ist das ein Mod bei dir? Nope. Aber dann kann sie ja die... Die kann Abstimmungen im Chat kaufen, so. Und dann machen die Mods die Abstimmung. Hier, ja, okay. Hier muss okay, das habe ich nicht bedacht. Das habe ich nicht bedacht. Ich wollte noch mehr Blumen. Ja, ich habe keine Blumen mehr gesehen gehabt. Nein, ich hätte oben rumlaufen müssen. Das ist traurig von dir. Ich weiß, wo noch Blumen sind. Ja. Bei SW Tor werden wir auf Seite des Imperiums spielen. Dafür laufen ja die ganze Zeit die Abstimmung auf YouTube für. Was muss ich hier? Oh, 6 von Zahn und eine Blume. Ah, hier ist noch Blume. Blume. Ja. Blume. Das ist natürlich auch die erwischen, ne? Ja, ich wollte dir auch noch was übrig lassen. Ich hatte noch was übrig für dich, Len. Da sind noch mehr Blumen. Nice. Blumen.
Blumen. Waren wir gerade wahre Abenteurer? Waren wir nicht, oder? Dann waren wir gerade Abenteurer? Wahre? Nee, waren wir nicht, haben wir nicht geschafft gehabt, nee. Acht haben wir. Oh, da unten. Da sind noch welche. Da wird noch einer dabei sein. Ja, ja. Einer. Der da hinten, oder? Nein? Nee, nicht mal. Nein? Wo ist die letzte Blume? Hier ist auch Blumen. Ich habe noch Blumen gefunden. Ein? Oh, wieder keine Blumen. Komm, rot. Yes! Oh, hier sind noch Blumen. Komm, jetzt die letzte hier. No! Warum sind hier nicht die letzten Blumen? Ach, Manu. Not yet. Ja, ich geh mal gleichzeitig noch suchen, wo wir unsere nächste Mission. Ah, hier ist noch Blumen. Blumen. Komm, jetzt hier die letzte. Der ist es. Hol die Blume. Dammit! Wo ist die Blume? Hier ist eine Liege auf hier. Ah, nee. Der macht die Liegen müssen auch kaputt gemacht werden. Ja, ich habe nur den Sonnenschirm gefunden. Okay. Ich habe jetzt hier echt viele Blumen schon gemacht, aber da. Ja! Da ist das Ding! Da ist das Ding! Jawohl! Da ist es! Und was haben wir? Ich weiß es nicht. Was hast du bekommen? Was haben wir bekommen? Mal 8, aber 6 Millionen! Uiuiui, das können wir uns leider nicht ganz leisten. Da sind wir noch ein bisschen weg, ne? Da sind wir leider noch ein bisschen von entfernt. Also oben sind wir auch fertig auf jeden Fall. Ah, wahrscheinlich hätten wir rüber auf die andere Seite fliegen müssen, oder? Da oben über dieses Seil-Dingens da. Ich zeig dir gleich was. Okay. Pass auf. Steig mit mir ins Boot. Okay. Was ich gekauft habe. Okay. Und dann fahren wir Rennen gemeinsam. Nö. Doch. Was? Offensichtlich schon. Die Tür hier wurde geöffnet. Ja, da können wir jetzt das Rennen durchfahren. Nein, versuch mal das Rennen. Geradeaus. Ja, ich mach doch. Weißt du, wie scheiße schwer das ist? Ich weiß, wie die Rennen sind in Lego-Spielen, ja? Nein, die Boote. Das Boot hier ist sehr eigen zu lenken. Gehört das etwa verboten? No. Oh, das war eine Bombe. Das war nicht das Ziel. Was wolltest du mir? Ach, du wolltest mir. Nee, die Bojen darf man nicht reinfahren, das sind eher Minen. Nee, ja. Nimm das Motorrad und fahr durchs Tor. Ah, okay, verstehe. Ja, das Tor müssen wir fahren. Oh. Ah, guck mal. Oh, sind es die letzten schon? Nee, eine fehlt noch irgendwo. Ich kann nichts sehen. Nö, das ist nicht das Richtige. So, sind wir jetzt aber auf der richtigen. Ich bin hier aber auf einer anderen Insel. Ja, ist die Frage, ob es die richtige. Da müssen wir auch irgendwann rein. Das ist auch eine Mission irgendwann, aber ich glaube, so weit sind wir noch nicht. Das ist ganz am Ende. Das ist Petra, oder? Ja, das wird wahrscheinlich in Petra sein, ja. Einmal zur guten Petra nach Jordanien. Oh, das würde ich auch so gerne sehen. Dieses Jahr hätte ich es mir eigentlich angeschaut, glaube ich. Aber dieses Jahr ist mit Reisen halt einfach schlecht. Ja. Schade. Ja, das gibt auch nächstes Jahr, ne? Ja, ist richtig. Hier müssen wir was ausgraben. Ausgraben können wir hier gerade nicht. Ich glaube, die Level sind alle... Das sind hier alles die Level, die... Da ist Petra. Ich glaube, da müssen wir eh noch nicht rein. Ich glaube, wir hätten außen rum gemusst. Irgendwo hin. Ja, dann nehmen wir das Boot wieder und kommen zurück. Ich geh mal auf die andere Seite rüber. Ja. War das mit dem Verboten ein Flachwitz? Nein, auf keinen Fall. Flachwitz ist sowas mache ich niemals. Niemals. Kenn ich nicht. Flachwitz. Lebt mein Chat eigentlich noch? Wiederbelebungsversuche aktivieren. Ich komme hier nicht raus. Nein. Ich komme hier nicht raus. Len, guck dir den Scheiß an. Ich drehe meinen Controller in alle Richtungen. Len hat's Boot kaputt gemacht. Wir brauchen ein. Len hat unser Boot demontiert. Wo geht's denn hier hoch? Hä? Nee, da geht's nicht hoch. Okay, da geht's auf jeden Fall schon mal hoch. Ich bin der Beste. Du bist der Allerbeste. Natürlich, der Chat lebt noch. Sind noch da, wunderschön. Der Allerbeste bist du. Ach, wie komm ich da schon wieder nicht hoch? Da bin ich. Geh doch da! Wie komm ich da nicht hoch? Muss ich da oben rumlaufen? Ah ja, da müssen wir hin, da zur Nazi-Burg. Okay, du weißt, wo wir lang müssen. Ich komm hier nicht hoch. Ja, da wo du. Die Straße doch auch einfach. Ja, ich komm nicht auf die Straße. Ich komm nicht auf die Straße. Wo läufst du hin? Ich hab keine Ahnung. Ich lauf. Falsche Richtung. Genau in die andere Richtung. Hä? Lieber Herr Drachen. Die andere Richtung? Ja. Bei der anderen Richtung war doch nur das Ding, was wir. Meinst du die Tür da? Nee. Ach, die hier meinst du? Ja. Ah! Ja! Ah, ach, da ist der Zeppelin. Ja. Da ist der Zeppelin auch. Nette Biene denkt nur nach und isst dabei. Okay. Da brauchen wir irgendein Fahrzeug oder sowas, um da reinzukommen.
Aber auf jeden Fall müssen wir da rein, weil da ist auf jeden Fall... Ich sehe was. Da geht's weiter, da ist die Buchverbrennung. Da ist ein Zeppelin. Ja, das ist auf der grüne Pfeil vor allem. Nicht, weil der ist eigentlich schon lang vorbei, der Zeppelin. Ja, vor allem das X markiert die Stelle kam auch nicht. Die ganzen coolen Szenen sind alle nicht drinne hier. Wo geht's denn hier runter? Da, wo ich gerade war, wo es noch ein paar Stats gab. Zu einer Liege? Nein, okay. So. Du schaust bei Drabo zu wegen den Kanalpunkten für SWTOR. Was gibt's denn da für Kanalpunkte? Freundschaftsanfrage. Damit man mitspielen kann. Damit das alles in etwas geordnet... Oh, ich hab einen Apfel. Gibt's mal ein Pferd da oben? Nope. Wir brauchen irgendwie ein Fahrzeug. Ich glaube, ein Motorrad hier hinfahren. Geh mal ein Motorrad suchen. Weißt du was? Ich mache einfach die Statue hier kaputt, ne? Mach das mal. Ach, dann können wir... Ja, mach mal die Statue kaputt. Ich probiere sie mit dem Motorrad zu finden. Aber da können wir wieder nicht durchfahren hier, oder? Kann man aber nur bis zum gewissen Grad kaputt machen. Okay. Ich glaube, wir müssen echt das Motorrad draufstellen. Mir fehlt ein Elefant. Warum haben wir keinen Elefant schon wieder? Warum kann man nicht einmal... Warum kann man nicht einmal einen Elefant haben, wenn man ihn braucht? So. Ah, 5000. Das können wir gerade noch ausgeben hier. So, los geht's. Du kommst aber hier nicht durch. Kann die Motorradsachen nicht auch silberne Sachen kaputt machen, wenn die irgendwo reinfahren? Das sieht nicht. Oh, Leute. Okay. Hätte ich die mitnehmen sollen. Ja, alles gut. Ist gut, du läufst. Okay, jetzt schauen wir mal, ob es damit funktioniert. Hallo, Luise. Ich glaube, ich habe schon genug Mods. Verstehe gar nicht. Hat sie sich bei dir verkackt? Nee. Aber ich habe halt wirklich genug Mods. Man kann nicht genug Mods haben, glaub mir, man kann nicht genug. Doch, kann man. Ah, Wasser. Ah, Bücherverbrennung. Die Comics da hinten, schön. Entdeckt. War wohl nicht die beste, Person. Klaut mir ständig Mods, das stimmt, aber die besten sind geblieben. Blackstone 10.000, herzlich willkommen. So, und hier mal wieder eine Vorhersage, ob wir es hier schaffen, die mit Kanalpunkten hier, ob wir es schaffen, wahre Abenteurer zu werden. Bitteschön, liebe Mods. Die Titelmusik war übrigens ursprünglich nicht als Marsch gedacht, sondern ist erst gegen Ende des Schaffensprozesses in seine jetzige Form gekommen. Oh, gut zu wissen. Ah, ja. Okay. Man hört nicht mal, wie sie redet, aber ich glaube, sie redet. Roger, Roger. Das wäre geil gewesen, wenn sie Roger, Roger gesagt hätte. Roger, Roger. Die besten Mods waren zuerst bei Bravo, sagt mein Chat. Nee. Tatsächlich? Nee. Meine Mods sind nämlich die Mods, die ich von vor 5 Jahren hatte. Auf Twitch. Okay. Und du hast vor 5 Jahren noch nicht gestreamt auf Twitch. Doch, aber nur einmal. Ja. Ich glaube, da hatte ich noch nicht mal Mods damals, oder? Ja. Ich weiß es gar nicht mehr. Somit weiß ich ziemlich genau, dass meine Mods bei mir zuerst Mods waren. Okay, das war ein Film anders. Das ist ungefähr alles im Film anders gewesen. Wir brauchen noch die Abstimmung hier. Brauchen wir noch. Wo bleibt die Abstimmung? Fleckler ist jetzt natürlich auch Mod hier. Die war ja auch hier zuerst ein Mods. möglich. Wirklich? Möglich. Oh. Ah, jetzt die Vorhersage ist da, sehr schön. Oh nein. Hast du mal hier schön was eingesammelt? Ich möchte gerne nicht so viel abgeschossen werden, damit ich meine Arbeit hier machen kann. Oh ja, ich versuche nicht so viel zu sterben. Vor allem, gegen die kannst du nichts machen, die weichen immer. Die sind gemein. Ja, da musst du irgendwie eine Waffe haben oder so. Kenn ich den Film Die Bücherdieben? Ich überlege gerade, ich glaube nicht. Oh, Film schon fünf. Nee, ich glaube tatsächlich nicht. Ah, ich habe einen irgendwie kaputt gemacht. Du hast einen kaputt gemacht? Ja, keine Ahnung wie. Okay. Aber bitte nicht so ganz so lange Texte in den Chat schreiben, ich kann die nicht lesen, sonst. Ich kann immer nur mal so kurz rüberschielen zum Chat, sonst komme ich gar nicht mehr zum Spielen. Deswegen bitte nicht ganz so lange Texte schreiben wie der da oben, ihr wisst, ich nicht meine. Ah, der, okay. Indiana Jones Senior hat hier auf jeden Fall, das ist geil, wie er seinen Hut immer festhält beim Laufen, hat auf jeden Fall ein Buch dabei, das ist gut, das muss ich mir auf jeden Fall merken. Und jetzt hat er auch gleich eine Pistole, sehr gut. Basti Boff, herzlich willkommen. Schieß auf die Grauen. Ich schieße auf die Grauen. Die sind alle bei mir, warum sind die alle bei mir? Len zieht das Grauen einfach an. Oh mein Gott.
Hey, der war gar nicht so schlecht. Nee, war auch nicht. So, noch ein paar Tische hier kaputt machen. So, noch ein bisschen was einsammeln hier. Die Hälfte haben wir schon geschafft für wahre Abenteurer. Die Hälfte haben wir schon geschafft. Nein! Da werde ich erwischt, da werde ich erwischt. Oh. Oh nein, du wirst erwischt. Ja, ich werde erwischt. Und das, oh, Gott sei Dank sind die Tausender wieder geholt. So, wie läuft's da drüben bei auf deiner Seite? Du musst den einen grauen hier, den hier, den hier, den hier töten. Danke. Okay, ja, da brauchen wir eine Waffe. Ja, warum hast du denn keine Waffe mehr? Wo bin ich überhaupt? Ich sehe mich nicht mehr. Ach, da bin ich. Oh. Kannst du nicht einfach... Ah, ich kann ihn fesseln. Okay, warte mal, dann kann ich ihn gleich boxen. Hau mal drauf, Haha, Teamwork, Len. Teamwork. Teamwork. Oh, ich glaube, sie hetzen uns jetzt noch mehr auf dem Hals. Ja, ich hatte von den Rage Turnier bekommen. Ich hab's gesehen gehabt. Aber ich glaube, die werden erst mit, wenn es eine bestimmte Anzahl an Leuten ist, die da reinkommen, glaube ich, wird es erst angezeigt, der Raid. So, einmal nochmal hoch. Das kannst du ja einstellen. Sprechen wir irgendwelche Sprachen? Kann man einstellen? Was? Kann man das einstellen, echt? Das weiß ich nicht. Ich glaube, bei Streamlabs kann man es tatsächlich nicht einstellen. Ich bin mir gerade nicht sicher. Streamlabs? Was? Ja, dass du die Benachrichtigung halt bekommst, dass das ein Raid war. Also kann man einstellen, ab wie vielen das kommt. Echt? Geht das bei Streamlabs? Okay. Ja, klar. Okay. Oh, gut zu wissen. So, jetzt habe ich hier die Waffe. Bam! Machen wir gleich weiter hiermit. So, hier kannst du noch Waffe. Ich hol mal einfach zwei. Ich hol mir einfach zwei Waffen. Hier ist noch ein grauer. Grauen. Okay, der graue ist dood. Jetzt geht's auf die. Mit der schwarzen. Mit den schwarzen Mützchen hier. Ah, ich hab du. Zum Beruf eingesetzt. Ja. Ja, du bist ja kaum zu unterscheiden von den anderen, ey. Sorry. Gar nicht so leicht hier. Au! Ich will meine Peitsche. Ja, dann nimm dir doch deine Peitsche, Mensch. Ja, muss ich. Oh, lass mich doch in Ruhe. Wo sind denn die anderen jetzt? So. Hier runter. Ach, die sind da oben. Ah, okay. Du besiegst die da unten. Ja. Im Nahkampf quasi. Ach, der andere quasi. Steht da oben. Ah. Quasi. Quasi. Oder der nächste? Ah, shit. Oh, nimm doch nicht die Pistole. Indy, du bist kein Pistolenmensch. Doch, eigentlich ist er schon ein Pistolenmensch. Also, er besiegt zumindest auch Gegner mit Pistolen für gewöhnlich. Wenn, ja. wenn ich mich da richtig an die Filme erinnere. Nein, nimm die Pistole, nimm die Pistole. Ah, zu langsam. So. Senior war sie jetzt so langsam rüber. Hier. Ich komme rüber ist das, was ich komme. Na dann, auf geht's. Komm doch her, Len. Komm doch her, ey. Ich bin ja schon da. Ich bin der Len und da. Jetzt tu die scheiß Waffe weg. Ey, kann man sich ja nicht mehr angucken hier. Ich halte mal die anderen vom Hals hier. So, auf ihn mit Gebrüll, zu zweit. Oh, ich nehme noch eine Pistole mit. Oh, wow. Ist aber noch nicht alles. Madame ist so ein bisschen sauer. Hier werden wir die 100% machen. Also ich mache die 100% auf jeden Fall. Der Len, eher nicht so. Die muss ich dann alleine machen. Wie können wir die da runterholen von ihren Fahrzeugen? Wie wir die da runterholen können? Oder bist du schon auf so ein Fahrzeug drauf? Nee. Okay, das bist nicht. Ja, du siehst halt keine Ahnung. Das ist halt auch so in einer von denen. Aber können wir die Fahrzeuge kaputt machen? Es ist ja noch fieser, ein Fahrzeuglevel zu haben, wo wir nicht mal ein Fahrzeug haben. Vielleicht können wir ein Fahrzeug haben. Aber wir müssen schon wieder die Typen hier runterziehen, hier oben. Ja, ich weiß. Ich kann halt nichts machen, weil ich keine Peitsche habe. Ich kann einfach nur, das ist. Schau mal, was du machen kannst gegen die Autos. Ja, ich überlege mir was. Also draufschießen tut er auf jeden Fall schon mal nicht. Da kannst du die Dinger umschmeißen, dass die dann genau auf die Fahrzeuge drauffallen oder so. Weil funktioniert das? Die fallen alle nur nach unten. Genau, Aragorn wäre perfekt für den Sphärenkampf. Da bin ich auch da voll deiner Meinung. Ich habe schon alle mal gezogen. Du hast schon alle mal gezogen. Die fallen alle nur genau nach unten. Wie werden wir dann mit den Kollegen hier fertig? Was könnte dann die Lösung dafür sein? So, kommt hier jetzt noch ein dritter oder muss ich auf die Rechte? Zerlegst du dich mal? Danke. Zieh. Oh, hier kann ich noch sein kaputt machen, sehe ich gerade. Ah, nee, ich kann da nicht mehr dran ziehen. Hier kann ich noch. Ah, oh, hört auf, um mich zu schießen. So, weg hier. So, gleich mal die Pistole hier mitnehmen. Nice. So, nein. Oh. Mal, die triffst du echt nicht da. Was kann man denn gegen diese Fahnen? Ich hab einen Raketenwerfer. Schnapp euch eine Panzerfaust. Ja, wo gibt's denn Panzerfäuste? Ja, so. Hier gibt's Panzerfäuste. Beim Lenden gibt's Panzerfäuste. Ja, die Typen, die ich runterschmeiße, die lassen Panzerfäuste. Ah, okay, aber ich kann sie ja eh nicht runterschmeißen. Also kann ich eigentlich nur gerade warten. Komm mal zu mir da. Ich hab schon eine Panzerfaust, nimmst die nächste Panzerfaust. Ja, bin auf dem Weg. Panzerfaust Bravo am Start. So, Bravo hat die Panzerfaust fest in der Hand. In der Faust.
Ah, die Leute rot bei dir, weil du noch einen Schuss hast, verstehe. Ja. So. Sorry. Ah, ich Problem. Hab ich meine. Doppelt Helm besser? Meine ist einfach auf dich gegangen, mein Schuss. Warum ist mein Schuss einfach geradeaus auf dich gegangen, mein Paar? Ja, ich wollte ihn auch sicher treffen. Ja! Yay. So, ein letzter noch. Oh boy. Wo fährt der letzte? Hast du noch einen Schuss? Ja, einen Schuss habe ich noch. Da hörst du ihn. Der muss treffen! Ja! Jawohl. Okay, der konnte auch nicht vorbeigehen. Oh boy, das ist level. Erstmal dehnen. Ja, die Panzerfaust war ein guter Tipp, ja. Da geht's zum Zeppelin, Lin. Und da ist auch schon der Zeppelin. Bisschen unscharf, der Kollege da am Boden. Ach, jetzt ist er wieder scharf. Das ist so schnell das Level gewesen im Zeppelin. Ah, jetzt wissen wir zumindest, wo sie sind. Aber wir sind jetzt auch hier drüben, okay? Wir sind auch hier drüben. Eine Liege fehlt uns noch. Eine Liege fehlt uns noch, okay. Ja, eine Liege fehlt uns noch. Ah, da oben ist schon das grüne Level. Oh, wollen wir direkt reingehen? Ja, wenn wir schon hier sind, warum nicht? Direkt zum Panzer hier rüber. Oh, warte mal, hier etwas. Fun Fact zum zweiten Film, Tempel des Todes. Hallo? Ach, das ist Ausgraben. Du musst es machen. Der spielt zeitlich ein Jahr vor Jäger des verlorenen Schatzes, also vor Teil 1. Ich muss ausgraben. Ja, ich bin dabei. Okay. Ich war schon wieder im Chat so halb. So, Vorhersage auflösen, genau, wir haben es leider nicht geschafft und dafür gleich die nächste Vorhersage machen, werden wir es im nächsten Level schaffen. Nun hast du 4 Möglichkeiten, wie du weitermachen kannst. Klickst du links oben auf das Bild, kommst du zum nächsten Video dieses Projektes. Links unten kommst du zur Playlist, wo du alle Videos des Projektes nochmal in der Übersicht findest. Rechts oben kannst du meinen Kanal abonnieren und rechts unten siehst du den Kanal von meinem Mitspieler. Ich wünsche dir wie immer eine wunderbare Zeit und möge die Macht mit dir sein. Servus!